Hallo und herzlich willkommen bei Veggie Leo. Heute gibt es eine asiatische Mungobohnenpfanne und ein Hummus aus Mungobohnen. Ich wusste gar nicht, wie lecker Mungobohnen sind. Ich hatte noch ein Paket hier zu Hause rumliegen. Das war sogar auch schon abgelaufen, aber das habe ich jetzt natürlich verwertet. Auf der Suche nach einem Rezept bin ich fündig geworden bei Reishunger, glaube ich. Ich habe es natürlich aber wieder nach meinem Ermessen abgewandelt und ich zeige euch jetzt, was ich daraus gemacht habe. Die Mungobohnen habe ich als erstes abgespült und dann habe ich sie in eine Schüssel gegeben mit reichlich Wasser und habe sie über Nacht quellen lassen. Am nächsten Tag habe ich sie dann in einen Topf mit frischem Wasser gegeben und ungefähr 20 Minuten gekocht, abgegossen durch ein Sieb und dann zur Seite gestellt für später. Und das sind jetzt die ganzen Zutaten, die ich für dieses Gericht verwendet habe. Ich schreibe euch natürlich wie immer alles unter das Video. Als allererstes habe ich die Süßkartoffel geschält und in Stücke geschnitten. Und dann habe ich auch noch eine Zwiebel, die habe ich schon mal vorbereitet, auch in kleine Würfel geschnitten. Dann habe ich meine Pfanne, das ist so eine Gusspfanne, die eignet sich immer besonders gut auch für Braten ohne Fett. Die habe ich jetzt erstmal auf Stufe 7 von 9 erhitzt und habe die Cashewkerne darin angeröstet. Wenn die dann so eine bisschen braune Farbe bekommen haben, habe ich sie umgefüllt in eine kleine Schüssel. Und jetzt ist die Pfanne natürlich einmal heiß und das passt wunderbar. Dann können wir nämlich direkt die Süßkartoffel und die Zwiebeln in die heiße Pfanne geben und schon mal anrösten. In der Zwischenzeit können wir dann das andere Gemüse schneiden. Und zwar habe ich da einmal den Brokkoli, den habe ich jetzt in Röschen zerteilt und geschnitten. Den Strunk schmeiße ich übrigens nicht weg. Den kann man entweder mitverwerten oder man kann ihn dann auch einfrieren für eine Gemüsebrühe hinterher. Und dann habe ich hier noch einen halben Spitzkohl. Den habe ich jetzt auch schon mal in Stückchen geschnitten. Und wenn dann die Süßkartoffeln und die Zwiebeln so ein bisschen braun geworden sind, so wie das jetzt hier der Fall ist, dann habe ich schon mal das weitere Gemüse mit reingegeben, nämlich als allererstes den Spitzkohl. Und den habe ich jetzt auch erstmal mit anbraten lassen. Und jetzt habe ich hier noch eine ziemlich große Knoblauchzehe durch die Knoblauchpresse da reingepresst und mit untergerührt. Und dann habe ich noch gewürzt mit schwarzem Pfeffer. Auf Salz habe ich jetzt erstmal verzichtet, weil hinterher noch einiges an Sojasauce reinkommt. Und das ist ja schon salzig genug. Für die Schärfe kommt noch mein heißgeliebtes Pul-Biber-Gewürz damit rein. Das ist ja so ein Chili-Flockengewürz. Das kriegt man im türkischen Supermarkt und kaufe ich immer. Das kennt ihr ja wahrscheinlich, wenn ihr meine Videos kennt. Ja, und dann, wenn es nötig ist, ein bisschen Wasser noch. Das kann sein, dass es jetzt leicht ein bisschen anbrennt. Deswegen habe ich ein bisschen Wasser mit reingetan und ein bisschen Gemüsebrühpulver. Dann können wir auch schon den Brokkoli mit hinzugeben, ein bisschen unterrühren und damit der jetzt schön in dem Gemüsesaft dämpft, habe ich den Deckel drauf getan. Ungefähr für 5 bis 10 Minuten. Da müsste man einfach mal gucken, wie bissfest man den haben möchte. Es soll auf jeden Fall noch bissfest sein. Und dann gebe ich einen Teil der gekochten Mungobohnen da rein, also nicht die ganze Menge. Das wäre jetzt zu viel für das Rezept. Den Rest stelle ich dann zur Seite für das Hummus. Rühre das einmal unter, so dass das schön heiß wird noch und würze das dann letztendlich mit der Sojasauce. Und zwar gebe ich da so viel rein, wie es mir vom Geschmack her zusagt. Ja, und dann braucht es eigentlich nur noch heiß werden und dann ist das Essen auch schon fertig. Ich hatte am Anfang Bedenken, dass es vielleicht ein bisschen trocken wird. Für meinen Geschmack war es aber nicht so. Ich habe jetzt mal das Licht angemacht. Es war doch ein bisschen dunkel wieder in der Küche geworden. Wenn man möchte, kann man das Ganze noch mit ein bisschen Säure würzen. Ich habe jetzt hier so einen fertigen Limettensaft. Das ist natürlich jetzt nicht das Beste, aber wenn man mal nichts anderes im Haus hat, kann man das mal verwenden. Und so sieht das jetzt aus. Richtig schön knackig, bunt. Und dann kommen die gerösteten Cashewkerne noch oben drauf. Und dann kann man sich das Ganze schmecken lassen. Ja, und aus den restlichen Mungobohnen habe ich jetzt einen Hummus gemacht. Ich habe die in den Thermomix gegeben. Dann habe ich noch den Rest Tahin, den ich hatte, vielleicht 2 Esslöffel knapp mit reingetan. Eine ausgepresste Zitrone, dann eine relativ große Knoblauchzehe, dann Kurkuma, Schwarzkümmel, also Kreuzkümmel und ein bisschen Cayennepfeffer. Und noch ein bisschen Wasser. Da habe ich aber erstmal nur ein bisschen reingetan, weil ich erstmal gucken wollte, wie die Konsistenz ist. Die war aber so sehr, sehr gut und mir schmeckt dieses Hummus so lecker. Ich finde es fast noch besser als Hummus aus Kichererbsen.
Ja, die Mungobohnen bekommt ihr im asiatischen Supermarkt oder online. Kann ich beides auf jeden Fall sehr empfehlen. Probiert es unbedingt mal aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.